So, liebe Leute, ich habe den Cyclone Duelist mal angezockt bis Ende Cruel. Und ja, er leidet sehr, auch wenn er viel Verteidigung hat. Ist es mir einfach nicht so gut ergangen in Cruel Akt 4. Und also habe ich einen neuen Charakter gemacht, den AK Shadow. Ja, der greift mit Ethereal Knives an, also Ethereal Knives, und ja, macht heftig Damage, hat mal ein Energy Shield. Das ist mein erstes Bild mit Energy Shield, ich mag das eigentlich überhaupt nicht, habe es aber jetzt mal gemacht, damit ich einfach viele Punkte spare und viel MF machen kann. Hat der auch dann noch die Auren und dann später noch die Curses hier oben noch, und hier tue ich noch Skill, und dann ist er optimal. Also er braucht so wenig Items wie möglich, aber ein Item, das habe ich noch nicht, und das ist eine Rüstung. Ich habe hier einfach mal JFC Sanctuary genommen, ist eine fett geile Rüstung. Macht extrem viel Energy Shield, weil ich auch viel Stärke habe. Ich brauche einfach Stärke für irgendein anderes Item. Nein, nicht für ein Item, aber ja, habe dann einfach mal diesen Cluster hier genommen mit Stärke und wegen Alpha's Hole, die zwei Decks, großen Clusters. Clusters sind es nicht, sind einzelne Dots. Das ist ein Cluster. Jo, und habe hier Edelsteine reingenommen, die viel physischen Damage machen. Ja, da ist eher Projektil Damage. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Physical Damage macht irgendwie nicht so viel oder wenig. Und hier ein bisschen Resistenzen. Und ich kann euch jetzt mal den Bild zeigen, der ist sehr einfach. Möchte aber kurz noch zeigen, was ich da für Items gefunden habe. Eins, was ich irgendwie stolz bin, ist nicht das. Moment kurz. Das hier. Das Twilight Blade, Prismatic Eclipse. Ist irgendwie eigentlich recht stark, aber wenn man jetzt 6 Red Socket hat, hat man eigentlich recht viel Physical Damage. Aber es ist mir eigentlich voll schwach, aber ich muss es mal genau anschauen. Doomsoul, das ist ein geil fettes Schwert. Aber Zweihand, ich benutze eigentlich fast nie Zweihandschwerter. Ja, hier zwei Desire. Da hat der Decree, Queen's Decree. Defense habe ich gar nicht verwendet, weil ich auch keine 5 oder 6 Linked bekomme. Und irgendwas wollte ich noch zeigen, aber mir fällt es jetzt gar nicht ein. Ah ja, der Ring. Wo ist der Ring? Da. Naja. Ist jetzt gar nicht mal so gut. Ich freue mich immer so riesig und dann ist es doch nicht gut. Aber, ja. Ich bin überrascht, wie viel droppt, weil ich auch so einen extremen Attack Speed habe. Und das ist doch mal geil. Also Attack Speed, einfach Kill Speed und Cast Speed, genau. Dann werde ich noch kurz zeigen. Ja, die Auen, die sind fett stark geworden. Ah ja, Misk, 82 habe ich momentan, weil ich auch Maps mache. Musste ich ein bisschen weniger machen. Ich mache mal einen Lunis Tempel. Und zeige euch jetzt mal den Killspeed. Defensive habe ich den Totem, der die Gegner anlockt. Und dann, ja, wird eigentlich alles schnell. Also ich bin jetzt extrem ja, ich bin einfach sehr, sehr neu hier in was mit den Maps. Nicht mal 4 Stunden ist jetzt her, seitdem ich das gemacht habe. Und freut mich, dass ich schon extrem stark bin, weil Ende normal hatte ich schwer. Da hatte ich schon fast aufgegeben, weil
Ich hatte fast kein Energy Shield, ich hatte fast kein Life, ich hatte keine Resistenzen, überhaupt keine. Und es war einfach sehr schwer. Am Quellende hatte ich auch wieder keine Resistenzen mehr. Ich verliere einfach viele Resistenzen, wenn ich bessere Items finde, also anziehe, die einfach keine Resistenzen haben, weil sie einfach nichts mehr übrig haben an Resistenzen. Und ja, da mache ich einfach das Problem. Hier gehe ich eigentlich immer zuerst zu diesem Cole. Seitdem er mir ein gutes Item gegeben hat, mache ich den eigentlich immer wieder. Und ich mag ihn einfach. Ich mag die Gegner. Seitdem ich Diablo 1 spiele, mag ich diese Gegner, diese Fetten mit heranziehen und extrem Angriffsgeschwindigkeit und so. Das ist einfach so ein bisschen ein Kick. Obwohl es nicht schwer ist, ist er trotzdem ein Kick. Und vor allem in einer Map, das ist glaube ich die Prison Map vom Tier 1 oder Tier 2, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Dort gibt es den und der macht extrem große Stachelfallen und da auszuweichen und so, ja, da geht's schnell. Also, es ist eigentlich relativ schnell geworden, das Teleportieren. Und es macht einfach mega einen Spaß. Es ist gut, so schnell zu sein, weil mit dem Totem. Oh nein, ich muss wieder kurz zurück zum Resetten. Ja, weil es einfach nicht mehr so wichtig ist, alles auszuweichen und alles. Ah. Hallo? Gehst du nicht? Oh, das ist frech. Okay, falsche Taste. Einmal ist es umschaltet, einmal ist es zurück, einmal ist es alt, das nervt langsam. So. Vor lauter Reden wahrscheinlich keine Konzentration gehabt. Ist mir egal. Ich mache jetzt weiter. Ja, das macht halt viel mehr Spaß, weil die Builds im Nahkampf oder mit Totem sie einfach broken sind, weil sie keine Defensive haben in dem Sinne, dass die Gegner einen immer treffen, viel treffen, sehr viel treffen. Oh, hört auf mit Bluten. Ich habe so wenig Lebensenergie, bitte nicht bluten, hallo. Gut. Hallo, lass mich jetzt mit diesem Blut. Hey, was ist denn los? Immer diese, ich weiß jetzt nicht genau, was das für sind, aber diese Bubbles, diese roten, die sehe ich nie. Und dann plötzlich bin ich wieder tot. Das muss ich noch ein bisschen üben bei so squishy Builds. Aber der Build ist einfach cool, da er nie getroffen wird, sozusagen. Er hat hier, das muss ich unbedingt noch zeigen, Dodge. Ein bisschen Dodge. Das ist schon mal gut. Ohne dass man hier den Cluster wählen muss und dann ES verliert. Ja, Energy Shield um 50% weniger. Das ist nicht so gut. Ach komm, mach ich mal PT, die ist ja einfach und schnell gemacht. Mache ich da Video noch ein bisschen weiter und ja, danke, dass es die Videos von Pufferfix so gut ankommen. Also ja, für mich schon, weil ich ja immer wieder Abonnenten verliere und Zuschauer, weil ich ja nicht so oft Videos machen kann. Aber danke für alle, die treu sind, die mir einfach über die Sachen wieder schauen, wenn ich mal längere Zeit keine Videos mache, weil ich ja eben kein hundertprozentiger YouTuber bin, der immer Zeit hat, sondern sehr geplante, also verplanter Sportler bin. So, jetzt, wo geht es weiter? Hier geht's weiter, oder? Ja. Und deshalb, ja, nicht ganz so viel Zeit habe zu Videos machen. Langsam nervt es mit diesen. Manchmal sind einfach zu viele da. Manchmal sind zu viele von diesen Baracke-Teilen hier. Ja, hier sind die Wohnwägen. Die Leichenwägen. So. Also ich will vor
vor allem mehr Gameplay-Videos auch zeigen, weil viele wollen ja einfach nicht irgendwie alles wissen oder so, also viel Tutorials sehen oder so. Außerdem möchte ich ja auf euch anpassen, also sagt mir, was ich besser machen soll, was ich anders machen soll, was da nicht gut war und so Sachen. Und ja, ich kann es für euch die Videos machen, also wenn ihr viel sagt, was ihr wollt, dann kann ich sie auf euch spezialisieren und dann habt ihr auch viel, viel mehr Spaß. Ich bin einer, der lässt sich halt auch sehr gerne ein bisschen, ja, den Weg weisen, oder? Weil es ist schwer auf YouTube geworden. Extrem schwer und kann halt nicht immer alles sehr gut machen und so. Und ich bin sehr talentiert im Fußball. Das kann man nicht unbedingt. Und ich mache tausendmal lieber Fußball. Aber braucht die Abwechslung, braucht den Unterschied, braucht die Pausen. Und da mache ich, ja, da game ich vor allem und mache eben auch Videos. Und jetzt mache ich auch sehr gerne Videos. Und ja. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder ein bisschen aus dem Löchchen kommt. Und ja, nicht auf euch alleine bezogen, sondern auf mehrere. Aber es ist halt einfach, dass man manchmal wieder den Kontakt zu den Abonnenten verliert und das halt nicht so gut findet. So, Projektil Weakness macht den Job. Die Bosse haben eben sehr viel Leben. Hier auf Merzels und in den Maps. Aber werde ich noch ein bisschen stärker und so, geht es dann einfach zack. Und dann ist der Boss down. Petey hat mir fast keinen Schaden gemacht. Der Totem hat den Job erledigt. Und ja, finde es richtig toll, dass der Bild hier auch sehr gut geht. Und ich zeige dann, ja, morgen oder heute Abend schon ein Update wieder. Und ja. Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Video. Und Minecraft kommt auch bald wieder. Und bald vielleicht ein bisschen Starbound oder Andril. Und ja. Dankeschön und tschüss.